Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Video. Heute geht es ums Thema Nahrungsergänzung zur Immunstärkung und zwar speziell um die Probiotika. Das ist Teil 5 meiner Serie. Die anderen Teile, da ging es um Vitamin B12, um Vitamin D, um Omega-3-Fettsäuren und um die Sangomeres-Koralle. Und heute, wie gesagt, geht es um Teil 5 zum Thema Probiotika. Ja, was sind Probiotika überhaupt? Das sind lebende Mikroorganismen, die speziell, also lebende Bakterien, die speziell eine gesundheitsfördernde Wirkung auf den ganzen Körper haben, und zwar insbesondere auf den Darm. Das ist so die Definition von Probiotika, da kann man sich so ein bisschen was auch drunter vorstellen. Ja, wofür sind die wichtig? Die sind speziell für den gesunden Darm wichtig. Und jetzt könntest du natürlich fragen, ja, was interessiert mich gerade jetzt im Moment ein gesunder Darm? Es geht doch hier ums Immunsystem. Ganz klar geht es ums Immunsystem, Thema Immunstärkung. Deshalb ist das wichtig, weil das Immunsystem zu 80% im Darm liegt. Also wirklich der relevanteste Teil vom Körper fürs Immunsystem ist der Darm. Deswegen ist es ganz wichtig, den Darm gesund zu erhalten. Dann ist das Immunsystem stark, ganz salopp gesagt. Das Immunsystem ist grob in drei Bereiche aufgeteilt. Da kann man sich das Ganze noch ein bisschen besser vorstellen. Das eine ist das darmeigene Immunsystem. Der zweite Bereich ist die Darmschleimhaut. Und der dritte Bereich ist die Darmflora. Und zwar, so wie ich es aufgezählt habe, von außen nach innen. Also erst darmeigene Immunsystem, dann die Darmschleimhaut. Und das dritte ist die Darmflora oder auch die Darmbakterien. Das ist das, wo wir jetzt speziell drüber reden wollen. Darmbakterien, könnte man ja so salopp sagen, sind ja nur wichtig für die Verdauung letztlich. Ja, sind sie auch wichtig, aber noch für viel, viel mehr Funktionen sind sie wichtig. Und das ist das, was viele gar nicht so wissen oder nicht so verinnerlicht haben oder wieder vergessen haben. Was machen diese speziellen Darmbakterien jetzt, diese Darmflora quasi? Ist einmal wichtig zur Unterstützung der Darmschleimhaut. Darmschleimhaut ist ja auch, wie du vorhin gehört hast, wichtig fürs Immunsystem. Also für die Darmschleimhaut wichtig. Dann das, was vielleicht am bekanntesten ist, für das Gleichgewicht im Darm. Und zwar Gleichgewicht der Darmbakterien. Gleichgewicht der guten und der schlechten Darmbakterien. Es ist nämlich so, dass es immer gute und schlechte gibt, aber wichtig ist, dass die guten Überhand nehmen und dass im Prinzip so eine Art Gleichgewicht herrscht. Was nicht heißt, dass beide zu 50% beteiligt sind, sondern es ist so, dass die Darmbakterien zu 85% gut sind und zu 15% dürfen sie auch schlecht sein. Das sind dann die Darmparasiten, die schädlichen Darmbakterien. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob der Anfang mit der Aufzeichnung funktioniert hat, deswegen wiederhole ich nochmal kurz, weil gerade hatte ich die Meldung, es ist jetzt erst live, wieder kurz, worum es ging, worum es geht. Es geht ums Thema Nahrungsergänzung zur Immunstärkung und zwar um Teil 5, die Probiotika. Da habe ich gerade erklärt, warum die wichtig sind fürs Immunsystem, dass eben 80% der Immunkraft aus dem Darm kommt und die Probiotika, diese lebenden Darmbakterien, besonders wichtig sind für die Gesundheit des Darmes. Also, es geht ums Gleichgewicht, wie gesagt. Da sind die guten Darmbakterien sehr besonders wichtig, aber auch allgemein für die Stärkung des Immunsystems. Ja, wer mich noch nicht kennt, kurz noch zwei Sätze zu mir. Mein Name ist Marie-Louise Römer. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Autoimmun-Food-Coach. Ich habe selbst eine rheumatische Autoimmunerkrankung und auf der Suche nach Alternativen wegen Möglichkeiten habe ich meinen Weg durch Ernährung gefunden. Und damit helfe ich jetzt anderen, auch ihren Weg zu finden, hin zu mehr Gesundheit, Energie und Wohlbefinden, eben durch Umstellung der Ernährung. Also, Autoimmunerkrankung habe ich schon gesagt, habe ich selbst. Hier geht es ja speziell um die Immunstärkung bei Autoimmunerkrankungen. Also bei einer Autoimmunerkrankung ist es ja so, dass da besonders viele schädliche Bakterien im Körper oft vorliegen. Das sind auch dann eben diese Darmparasiten, dass also das Gleichgewicht von gut und schädlich gestört wird.
Und das ist dann so, wenn also zu viele schädliche Darmbakterien, zu viele Darmparasiten vorliegen, dann kann es eben dazu kommen, dass einmal die Parasiten die Nährstoffe dir quasi wegklauen, dir wegfuttern. Das heißt, dann hast du weniger zur Verfügung. Das gilt für die Makro- als auch für die Mikronährstoffe. Das ist das eine. Und zum anderen führen diese schädlichen Darmbakterien, diese Parasiten, führen dazu, dass Entzündungen im Körper entstehen. Und die Entzündungen sind insgesamt sowieso ungünstig. Und zum anderen wird dadurch auch wieder mehr an Nährstoffen verbraucht. Also sehr ungünstig für den ganzen Körper und speziell auch für den Darm. Deswegen ist eine gesunde Darmflora ganz besonders wichtig. Das ist aber das, wo es bei Autoimmunerkrankungen eben sehr oft hakt, wo viele eben ein Problem mit dem Darm an sich haben oder eben ein Problem mit dem klassischen Leaky Gut, wo eben die Darmschleimhaut löchrig ist, entzündet ist, wo deswegen die Aufnahme der Nährstoffe, wie vorhin gesagt, nicht mehr so gut funktioniert. Also, bei Autoimmunerkrankungen ist es in dem Fall besonders wichtig. Ja, wo kriegen wir jetzt diese Probiotika her? Diese lebende Milchsäurebakterien? Wenn man von Probiotika spricht, spielt im Prinzip auch immer das Präbiotikum oder die Präbiotika eine Rolle. Also ihr dürft gerne, die live dabei sind, dürfen natürlich gerne Fragen stellen. Ich sehe den Chat, sehe, dass einige live dabei sind, momentan noch keine Fragen, aber gerne, wer Fragen hat, auch live stellen. Also von Präbiotika spricht man auch. Das Präbiotikum ist im Prinzip das Futter für die Darmbakterien, sage ich immer ganz gerne so salopp. Das Futter für die Darmbakterien, also das, was dafür sorgt, dass die gute Darmflora, die guten Darmbakterien gut wachsen. Und dass sie da im Prinzip dann für ein gesundes Darmgleichgewicht sorgen. Diese Präbiotika in der Nahrung sind enthalten. In die gewissen Dingen, wie zum Beispiel ich habe hier noch ein bisschen was mitgebracht, wie in Chicorée, wie in Topinambur oder auch wie in der Pastinake hier. Ich hatte jetzt keine ganze mehr, aber du kannst dir das vorstellen. Normalerweise sind die etwas größer, die Pastinakenwurzel. Da sind die Präbiotika enthalten, aber auch in etwas geringeren Menge in sowas wie Lauch sind die auch enthalten. Das heißt, wenn du da viel von isst, hast du auch eine gewisse Menge an diesen Präbiotika, an diesem Futter für die Darmbakterien. Das, was da am meisten drin ist und auch am bekanntesten drin ist, das ist das Inulin. Die Probiotika, wo sind die jetzt in der Nahrung enthalten? Am bekanntesten sind diese probiotischen Joghurts, also die Joghurts, wo du die im Supermarkt siehst, da steht dann drauf, mit lebenden Milchsäurebakterien, weil Probiotika sind meist hauptsächlich Milchsäurebakterien. Deswegen wird es manchmal auch synonym verwendet, gibt natürlich auch andere Stämme, aber lebende Milchsäurebakterien, das sind ganz klar diese Probiotika gemeint. Also in den Joghurt sind sie theoretisch drin, praktisch kann ich die aber definitiv gar nicht empfehlen, unabhängig davon, dass sie meistens viel zu süß sind. Die meisten haben Zucker, aber könntest du auch eins ohne Zucker nehmen. Aber es ist grundsätzlich so, dass die Probiotika, wenn sie da selbst wenn sie in einer guten Menge lebend in das Joghurt eingefüllt werden, sobald das Joghurt steht, bauen die sich ab. Das heißt, um wirklich dann Effekt zu haben, müsstest du ein ganz frisches Joghurt haben, was gerade abgefüllt wurde. Dann hättest du noch eine gewisse Menge drin. Dann hättest du was von dem Probiotika. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Kuhmilchjoghurt, was, wer mich kennt oder wer sich auch schon gut mit Autoimmunerkrankungen auskennt, definitiv weiß, Milchprodukte kann ich nicht empfehlen. Also aus den beiden Gründen nicht sinnvoll. Aber auch selbst wenn das jetzt nicht der Fall wäre mit dem Milchprodukt, es bringt einfach nicht sehr viel, weil die abgetötet sind, nicht mehr aktiv sind. Deswegen hast du nichts, wenn du ein normales probiotisches Joghurt kaufst. Du könntest natürlich selbst jetzt einen Joghurt selber herstellen. Das ist das, was ich mache, einen Pflanzenjoghurt. Ich liebe zum Beispiel meinen Joghurt aus Kokosmilch. Dazu sind auch in meiner Facebook-Gruppe ist auch ein Rezept dazu. Da kann man das relativ leicht herstellen. Und da könntest du dann eine Kultur reingeben, eine probiotische Kultur. Joghurtkultur dazugeben und dann hast du ein selbstgemachtes probiotisches Joghurt. Das ist das, was ich total gerne mag. Das ist das, was man dann wirklich empfehlen kann. Also es ist eine gewisse Quelle für Probiotika. Bekannter noch sind ganz klar fermentierte Lebensmittel. Sowas wie Miso, also ein fermentiertes Sojabohnenprodukt oder ganz klar auch Sauerkraut. Fermentiertes Sauerkraut, da ist es natürlich wichtig, wenn du das gerade vorhin gehört hast, dass die Probiotika auch noch lebend sein sollen,
dass das Sauerkraut nicht erhitzt ist. Also du kaufst dir normales Sauerkraut, ob du es jetzt beim Metzger kaufst, im Supermarkt, aus der Dose, im Glas, ist im Prinzip egal, ist es grundsätzlich immer erhitzt. Das heißt, das, was da mal gut war, an diesen lebenden Milchsäurebakterien ist abgetötet. Das heißt, es bringt dir nichts mehr. Du kannst jetzt allerdings zu gewissen Zeiten, zumindest im Herbst, Winter und jetzt im Frühling, gibt es das auch noch, ein rohes Sauerkraut kaufen auf einem Biohof, im Bioladen, im Reformhaus findest du das meistens. Und ich mag das total gerne, schmeckt super lecker. Solltest du natürlich dann roh essen, in einer kleinen Menge als Salat. Das ist total klasse. Ich habe selbst auch ein schönes Rezept dazu, wo ich die Kombination von dem probiotischen Joghurt, dem Sauerkraut und anderen Pro- und Präbiotika-Quellen noch verwende. Also dazu findest du auch dann oft Anregungen in meiner und Rezepte in meiner Facebook-Gruppe. Also, da könntest du das rohe Sauerkraut verwenden. Du kannst natürlich auch hingehen und es selbst fermentieren. Habe ich auch schon gemacht. Klappt allerdings mal ja, mal nein. Da braucht man ein bisschen Übung zu. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte mich da wirklich mit beschäftigen, kannst du es selbst machen. Ist aber nicht so ganz simpel, finde ich, dass es wirklich langfristig funktioniert und stabil ist. Aber wichtig wäre, dass du Probiotika aufnimmst. Warum? Weil eben ganz viele Menschen einen erhöhten Bedarf haben. Und gerade Personen mit Autoimmunerkrankungen, die eben oft dieses Leaky Gut haben, diesen löchrigen Darm, da ist es besonders wichtig, dass du da was tust in der Richtung mit der gesunden Darmflora. Aber auch allgemein, wenn du Magen-Darm-Probleme hast, wenn du Allergien, wenn du Unverträglichkeiten hast oder Personen, die Antibiotika genommen haben oder Personen, die vielleicht noch nicht ganz so weit sind mit der Ernährungsumstellung, Anpassung, die eben auch öfter mal ungesunde oder auch teilweise belastete Lebensmittel zu sich nehmen, die haben auch einen erhöhten Bedarf. Ich denke, hier in dem Fall ist es am wichtigsten bei unserer Zielgruppe Autoimmunerkrankte mit Magen-Darm-Problemen, Allergien, Unverträglichkeiten, die haben ganz klar einen erhöhten Bedarf, um den Darm und damit auch das Immunsystem zu stärken, zu unterstützen. Um das wirklich sicherzustellen, ist es einfach oft sinnvoll, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, um eben den Darm quasi zu sanieren, wieder aufzubauen, so salopp gesagt, um einfach dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Also diese schädliche Darmflora, die Parasiten abzutöten und dafür, guck mal hier, ob ich noch was im Chat sehe, aber momentan sehe ich nicht mehr, dann scheint nicht mehr drin zu sein. Okay, ansonsten einfach Fragen. Also um die schädliche Darmflora, die schädlichen Darmparasiten abzutöten und das Gleichgewicht wiederherzustellen zwischen gut und schädlich. Dafür ist das sinnvoll, ein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Oft ist es sinnvoll, wirklich das mal über einen Zeitraum von mindestens einem Monat, besser 3 Monate durchzuführen. Dann spricht man auch von dieser Darmsanierung. Dabei solltest du allerdings so ein paar Regeln beachten, weil Probiotika, ja, gibt es fast mittlerweile wie Sand am Meer, kannst du sehr häufig kaufen, teilweise sogar schon in Supermärkten, Drogeriemärkten, im Internet, überall. Nur da ist es wichtig, dass du ein hochwertiges Produkt nimmst. Gute Qualität gibt es theoretisch in Pulver und in Kapseln. Grundsätzlich kann ich eher die Kapseln empfehlen, weil da die empfindlichen Probiotika normalerweise noch sehr gut geschützt sind durch die Kapselhülle, dass sie dann idealerweise unverändert durch den Magen wandern und dann in den Darm gelangen, wo wir letztlich gebraucht werden. Du musst nicht Kapseln mit Gelatine nehmen, es gibt auch vegane Kapseln oder eben Kapseln mit einer nicht tierischen Hülle, das ist in dem Fall dann eine Zellulosehülle. Wichtig ist auf jeden Fall ganz klar, dass verschiedene Stämme drin sind, dass nicht nur ein Bakterienstamm drin ist, ein Milchsäurebakterium zum Beispiel, sondern eben verschiedene. Nicht zwingend nach dem Motto, viel hilft viel, also es müssen jetzt nicht 15 oder 20 drin sein, aber so in der Richtung 10 ist schon eine gute Sache, können auch ein paar mehr noch sein, weil dann einfach dafür gesorgt wird, dass es geht nicht nur um das Gleichgewicht an sich, es geht auch einfach um die Vielfalt. Und umso vielfältiger bis zum gewissen Grade das ist, umso besser ist es auch. Was nicht heißt, dass jetzt so 15 oder 20 brauchst, aber gute 10 sollten es schon sein. Das sind die verschiedenen Stämme. Und was noch ganz wichtig ist, dass das Produkt gut dosiert ist. Das heißt, nicht nur, welche Arten der Stämme drin sind, sondern auch, wie viel davon jeweils. Man spricht da von koloniebildenden Einheiten.
Und da ist es wichtig, dass du auf jeden Fall in den Milliardenbereich gehst. Also Milliarden ist dann 10 hoch 9, steht auch meistens als Milliarden drauf. Zum Beispiel Größenordnung von 2 bis 10 Milliarden KBE oder koloniebildende Einheiten dann. Das ist dann die Menge, so wie zum Beispiel sonst Milligramm oder Gramm wird das eben so angegeben. Also da solltest du darauf achten, dass es gut dosiert ist, das Produkt. Ja, mein Fazit hier zum Thema. Also die Probiotika haben sehr, sehr viele positive Effekte. Gerade für uns Personen mit Autoimmunerkrankungen sind die super wichtig, um letztlich das Immunsystem vom Darm zu stärken, zu unterstützen, damit insgesamt dafür zu sorgen, dass es uns besser geht. Und das kann man zum einen über die Nahrung tun, das, was ich vorhin erklärt habe, mit dem Beispiel, mit den fermentierten Produkten, wie zum Beispiel rohem Sauerkraut, aber eben auch über Nahrungsergänzung, weil selbst wenn ich rohes Sauerkraut total liebe, aber ich esse es auch nicht ganzjährig jeden Tag in ausreichender Menge, sodass dann absolut sinnvoll ist, mal zwischendurch Nahrungsergänzungsmittel mit Probiotika zu nehmen. Ja, was mir ganz wichtig ist, ist, dass du eben aktiv wirst, dass du was tust, dass du dein Immunsystem stärkst, also was zur Immunstärkung tust. Und das kannst du eben wunderbar mit einer Kombination aus Ernährung und Nahrungsergänzung machen. Du kennst das vielleicht schon wie immer. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über ein Like oder auch gerne über einen Kommentar. Fragen auch jederzeit gerne, da freue ich mich immer drüber. Und wenn du spezieller, individuelle Immuntipps möchtest, Stärkungstipps speziell für dich und dein Immunsystem, dann können wir gerne ein 60-Minuten-Gespräch führen. Und auch dazu verlinke ich dir gerne eine Möglichkeit für mehr Infos unter dem Video oder du schickst mir einfach einen Link. Also, ich gucke jetzt nochmal, ob Fragen da sind, aber ich sehe momentan keine mehr. Ansonsten einfach noch stellen, dann beantworte ich die später. Und ja, wie gesagt, wenn du mehr Infos möchtest, dann melde dich bei mir. Und ansonsten kannst du natürlich auch jederzeit gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Dann bist du regelmäßig auf dem Laufenden mit den neuesten Videos. Und ja, nächste Woche, Dienstag, geht es wieder weiter auf Facebook Live. Das nächste Video. Also, alles Liebe, tu was für dich. Werde aktiv und am wichtigsten, nicht nur in der Zeit von Corona und Co., sondern überhaupt immer, tu was zur Immunstärkung, ganz klar, speziell bei Autoimmunerkrankungen. Und mein Schlusswort, das Schlusswort von vielen momentan, bleib gesund. Tschüss.